Ja, Leute, kurz noch Shop-Update, weil der Shop hat sich ein klein wenig verändert. Alte Sachen sind zurück. Die hat mir schon heute Nacht, die hier, der schicke Checker, der ist zurück. Dann seine coole Keule. Cyclo ist auch zurück. Dann das hier, das kennen wir. Das hier ist zurück alles. Der Aether. Oder Aether. Der war auch längere Zeit nicht mehr drin. Diese Pickaxe war, ich glaube, auch schon sehr, sehr lange nicht mehr drin. Ich meine, ich habe da irgendwas heute von gesehen, über 1000 Tage oder sowas. Ich guck mal kurz. Wo ist es denn? Wenn es schnell mal gehen soll, dann geht es nicht, oder was? Ah ja, genau hier. Ja, Skin und Pickaxe waren anscheinend auch zusammen das letzte Mal. Naja, ziemlich lange nicht mehr drin. So wie Hängegleiter. Nicht 1000 Tage, aber 696 Tage ist das letzte Mal drin gewesen. So, die Fera, Saphira, die war das letzte Mal vor 569 Tagen drin. Jetzt kommt die Streitaxt, über 1135 Tage nicht mehr drin. Der Hängegleiter der Stoßzähne war 1448 Tage nicht mehr drin. Das ist verdammt lange, das ist richtig lange her. Achso, das heißt auch mindestens ein Jahr im Tresor, aber der Hängegleiter war mindestens 3 Jahre nicht mehr drin oder fast 4 Jahre nicht mehr. Bandit war 643 Tage nicht mehr drin. Grenzläufer auch 643 Tage das letzte Mal drin. Jo, das Rhythmus, das war, sieht nicht schlecht aus. Langhorn auch 643 Tage nicht mehr drin gewesen. Farbenschütze war 564 Tage nicht mehr drin. Ach, der hat der Pickaxe bei, ja mein. Ich dachte wirklich, das ist eine Pickaxe, die man. Fake Kate, ach keine Ahnung. Die war 671 Tage nicht mehr drin. Der eiserne Bauer. Hoho. 643 Tage nicht mehr drin gewesen. Motoren. Ne, wie heißt das? Motoren. Mister. Die war 643 Tage nicht mehr drin. Schlachtenscheune. Die war auch 643 Tage nicht mehr drinnen. Obwohl, es ist einfach so abgenutztes Rot. Ach. Weiß nicht, sieht nicht aus besonders. Dann Rift Ranger. Die war 695 Tage nicht mehr drin. Dann Harpunenhacke. Boah, ist lange her, dass ich die gesehen habe. Die war das letzte Mal vor 1375 Tage. Das letzte Mal drin. Ja, moin.
Ja, kein Wunder, warum die so lange drin waren. Ich glaube, keiner holt sich die so wirklich, wenn die so lange drin sind. Okay, bei dem würde ich ja schon sagen, den kann man sich ja mal holen, aber dass diese Dinger hier, die im Shop waren, kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, weil den würde ich mir nicht holen. Das eigentlich wirklich Skins sind, mit anderen Namen. Weiß nicht, würde ich mir nicht unbedingt holen. Vielleicht Grenzläufer wegen dem Rückenaccessoire, mehr nicht. Weiß nicht, würde mir jetzt nicht zusagen, der Eisenmauer jetzt auch nicht unbedingt. Aber da die jetzt wieder drin sind nach so vielen Tagen, gibt es bestimmt ein paar Leute, die sich das trotzdem holen werden. Ja, wäre schön, wenn es auch andere Skins treffen werden, ne? Ich weiß es gerade zum Beispiel. Kommt bestimmt auch noch irgendwann wieder. Muss nur ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Denk mal, die werden dann auch demnächst wahrscheinlich wieder öfters reinkommen. Vielleicht als Bundle oder sowas. Da gibt es hier noch eine männliche Variante, die war jetzt auch längere Zeit nicht mehr drin. Also nicht so lange wie die, aber ein bisschen her, könnte ich mir gut vorstellen. Und hier, weiß ich nicht. Ja, und hier hat sich kaum was verändert, oder gar nichts. Kann sein, dass die doch noch ein bisschen drin bleiben, weil ich gesehen eben auf Twitter die anderen Resident Evil Skin Chris und Valen und hier Jill kommen auch wieder zurück. Wahrscheinlich im nächsten Updates. Oder die sind raus, dann kommen die rein. Ja, ansonsten, das war's erstmal. Also, schöne überraschende Shops, so Dinger, die 1400 Tage nicht mehr drin waren, also schon nice, aber halt Skins, weiß ich nicht, und Pickaxe, die einfach nicht zusagen, einfach so, weiß ich nicht, hässlich manchmal werfen, oder Langhorn, Streitaxt, und Stoßzähne und Netz, wenn ich, da würde ich mir nicht holen, wenn sie nicht im Bundle wären oder so, oder hier diese Motoraxt da und diese Harpunenhacke, würde ich mir nicht holen, alles. Ein eisernen Bauer, würde ich mir auch nicht holen, Rift Ranger auch nicht, besonders weil Rift Ranger 1,5 kostet, würde ich mir nicht holen. Eisener Bauer würde ich mir vielleicht holen, aber eigentlich nicht. Schlachtenscheune ist einfach nur abgenutztes Rot, gibt schon zu oft, braucht man nicht. Das hier sind Reskins, die, weiß nicht, ein bisschen anders aussehen, wie eigentlich fast alle Jonesy Skins, ne, und Hawk Skins, aber ich weiß nicht, hier sieht man so wirklich. Nee, passt einfach nicht. Bei Farbenschützen würde ich würde mir den nur holen, weil der die Pickaxe da drin hat, aber mehr auch nicht. Und die weiß ich nicht. Die bräuchte unbedingt. Ich weiß nicht, früher war das so wirklich ein gehyptes Skin, so also wirklich. Und weiß nicht. Hätte man die jetzt wieder reingebracht mit neuen Stilen zum Beispiel, dann würde es vielleicht schon besser aussehen. Könnte man sagen, dass man sich die holt, aber so. Bei dem Ether oder wie der heißt ja, würde ich. Weiß ich noch, wo der reinkam. Wann war das? Season 9? Ja, Season 9. Der kam da fast jede 2 Wochen rein. War ziemlich gehypter Skin eigentlich mit irgendeinem weiblichen anderen Skin. Hätte man hier nochmal einen Stil oder so rausgehauen, dann würde ich ja sagen, kann man sich eigentlich holen. Aber bei der weiß ich nicht, warum die jetzt nicht öfters reinkam. Die ist eigentlich okay, aber okay für 1,5. Ja, ist so die Sache. Ja, die zwei würde ich mir nicht holen. Ich weiß nicht, der mit Stoßzähnen, weiß nicht. Und Streitaxt, auch nicht unbedingt.